Das hier ist ein wichtiger Film, den jeder sich anschauen sollte. Das System Octagon oder Schwarze Kassen. Weil die Macher des Filmes aber keine eingeweihten Kenntnisse haben, fragen sie sich im Film, warum nun die Name Octagon, weil ja nichts Achteckiges zu erkennen oder zu sehen ist. Das hier ist ein Templerkreuz und die Templer haben in 1291 die Schweiz, die Freimaurer und die Schweizer Banken gegründet. Siehe die Pharaonenshow von Guy. Verbinde ich nun alle Ecken, entsteht ein perfektes Oktagon oder Oktogon, ein Achteck. Und das hier ist ein vereinfachtes Templerkreuz und die Fahne der Basis der Schweizer Templer-Nazis in genau den gleichen Farben. Und verbindet man alle Ecken, entsteht wiederum ein Oktogon. Die Name Octagon ist also die Geheimcode für die Basis der Nazi-Templer, die Schweiz. Und wenn das Befehl hilft Octagon, Octagon ist in Gefahr, von den Schweizer Templer-Nazis in das weltweite Freimaurernetz gesendet wird, dann kann Wolfgang Schäuble nichts anderes tun als gehorsam und zu versuchen, den Finanzminister Norbert Walter Borjans vom Bundesland Nordrhein-Westfalen mit allen legalen und illegalen Mitteln zu stoppen. Tja, das sollte dann eine Pyramide sein. Und jetzt werde ich euch zeigen, woher das Templerkreuz kommt. Und das Schweizer Kreuz kommt aus dem Templerkreuz. Ne? Die Pharaonen sind hier. Sie waren immer hier. Und sie haben Adolf Hitler finanziert und ein enormes Leid über Deutschland und Europa gebracht. Ermordete Kinder, Konzentrationslager. Sie sind hier. Und sie waren immer hier. Und ihre Basis ist die Schweiz. Und darum sprechen sie auch in der Schweiz vier verschiedene Sprachen, damit sie in alle Teile Europas ihr Terror treiben können. Und aus den Templern kamen die Freimaurer, die Schweizer Banken, weil die militärische Arm sind die Templer, der wirtschaftliche Arm die Schweizer Banken und die politische Arm oder politische Flügel, ne, sind die Freimaurer. Da hilft nur noch eine militärische Intervention. Alles andere wird scheitern, weil die Schweizer Templer-Nazis, die geben die Befehle und alle Freimaurer müssen gehorsam. Nicht wahr, Schäuble? Der Schäuble hat auch nichts dagegen, dass das deutsche Volk über den Tisch gezogen wird. Ne? Da, da sind sie wieder. Ne? Das Octagon. Geheimcode Octagon für die Mutter. Aller Elend. Ja, Sie lesen es gut. Schweizer benutzen professionelle Auftragsmörder, um wirtschaftliche und politische Ziele wie Wolfgang Umvogel oder Uwe Barschel auf versteckte, saubere Art zu beseitigen.
und jeder, der darüber weiterredet, eine Antiterroreinheit mit sämtlichen Morddrohungen zu schicken. Hier kann man mitlesen, wie die Schweizer Nazi-Templer den Macher der Pharaonenshow Sean Ross eine Antiterroreinheit oder eher eine Terroreinheit geschickt haben. 3 Pistolen auf dem Kopf, Augenbinde wie in der CIA-Entführung, Hand- und Fußschelle, überall bewaffnete und maskierte Männer, Schreie, Drohungen, Nazi-Terror pur. Und jetzt bekommt er Morddrohungen von der Schweizer Nazi-Justiz und Schweizer Nazi-Templer-Polizei, dass wenn er weiter seinen Mund aufmacht, er wie Wolfgang Umfolger verenden wird oder sie würden bei der nächsten Verhaftung abdröhnen. So wie bei jeder Mafia gelten in der Nazi-Templer-Basis Schweiz die Gesetze des Schweigens, die Omerta und die Vendetta. Sie sind frei, wir ihre Maurer, wie die Bienen der Königin Isis. Sie sind frei, wir die Maurer. Und das sind die alten eidgenössischen oder eher meineidgenössischen Werte wie Lügen, Betrug und Meuchelmord. Uwe Barschel, Wolfgang Umfogel, Meuchelmord. In 2010 wollte Wolfgang Umfogel Steuer-CDs an Deutschland verkaufen. Dann schnappte die Schweizer Geheimdienst ihn. Und er wurde geselbstmordet, so wie Uwe Barschel, auch in der Schweiz. Ja? Hier haben wir ein sehr seltenes Foto von Adolf Hitler in der Schweiz in 1923, als die ihn mit 30.000 Schweizer Franken, das ist etwa 500.000 Euro jetzt, finanziert haben. 2 Monate später machte er seinen Putsch in München. Die Schweizer Templer-Nazis haben den Adolf über den ganzen Krieg hinweg befehligt. Und das ist auch der Grund dafür, dass der Rudolf Hess nach England flüchtete. Und der wollte nicht, dass Deutschland total zerstört wurde. Und er wollte, dass die Engländer sagen, oder die Alliierten, dass die Schweizer alles in der Hand hatten. Dann hat er gefragt, ich möchte Hamilton sehen. Aber der Hamilton war ein Hochgrad-Freimaurer und Pharaone. Und damit würde Hess für die Rest bis am Ende seiner Tage das Schweigen auferlegt. Hier kann man das nochmal nachlesen. Ne? Drückt einfach auf Pause, wenn ihr das ruhig lesen wollt. Also die Schweizer, die stecken dick da hinten, dem Ganzen.